Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Eva-Maria Leuenberger. Sie haben uns auch die Ohren weich und die Herzen weich gelesen. Dankeschön. Manchmal kann Lyrik auch ein Fingerzeig in die aktuellste Politik sein. Ich darf nun den hebräisch-deutschen Dichter Matti Schmeloff aus Berlin begrüßen. Er ist ähnlich wie Said, um einen Kreis zu schließen, ein Brückenbauer, und zwar gleich ein Mannigfaltiger. Er schreibt zwischen den zahlreichen Ländern, Sprachen und Kulturen. Matti Schmeloff wurde 1972 in Haifa geboren, studierte Geschichte und Theaterwissenschaften in Tel Aviv und Haifa. Seine Biografie und die Biografie seiner Familie ist von Emigration und von einer mehrfachen Diaspora geprägt und sehr berührend. Als Misrachim, also orientalisch-arabische Jüdinnen von dem hebräischen Wort für Osten, hat die Familie eine ganz besondere Geschichte. Sein persischer Großvater musste aus dem Iran nach Palästina auswandern, weil seine Familie gezwungen worden wäre, zum Islam zu konvertieren. Ein anderer Teil seiner Familie musste 1951 vom irakischen Bagdad nach Israel emigrieren, auch das nicht freiwillig. Die sehr bewegende Familiengeschichte und seine Sichtweise legt uns Matti Schmeloff in seinem Band Reißt die Mauern ein zwischen uns und ihnen. Es steht auch hier an unserem Tisch. Beim Berliner Verlag Aphorisma erschienen. Schmeloff selbst zog es auch aus politischen Gründen wiederum nach Deutschland. Hochgesellschaftspolitisch und engagiert war Schmeloff bereits in Israel. Gegründet hat er da die Guerilla Culture Bewegung in Israel. Seit 2013 hat er, wie er selbst sagt, dann ein neues Protesthabitat in Berlin gefunden und lebt hier als freier Schriftsteller. Dort hat er zwei literarische Gruppen mitbegründet, zum einen Poetic Hafla, eine multilinguale Poesie-, Kunst- und Musikparty, die den Immigrantenkulturen in Berlin eine Stimme gibt. Zum anderen Ano, eine Art arabisch-jüdische Schriftstellerinnenkollektiv. Genau diese Gruppe organisiert im August das Middle East Union Festival, an dem an 4 Tagen mit Schriftstellerinnen und Akademikerinnen der Frage nachgegangen wird, können wir uns es vorstellen und was würde es bedeuten, wenn es eine Union im Nahen Osten geben werde, würde. Schmeloffs Poesie ist metaphernstark und bildreich. Dabei scheut er nicht davor zurück, Anlehnung an heilige Schriften zu wagen. Ähnlich dem Dichter Said sieht er in den Religionen eine Hoffnung zur Überwindung der kulturellen und politischen Gegensätze. Er schafft es, Nationalismus von Religion zu subtrahieren und privatem Glauben von Religion. Was übrig bleibt, sind dann Worte der Sehnsucht und des Aufbegehrens und Verse, die Mauern einreißen können. Denn in jedem Gedicht wohnt das Potenzial einer Utopie, besonders in seinen. Wenn Heinrich Böll meint, dass Poesie Dynamit sei gegen alle Ordnungen dieser Welt, dann sind Schmöllows Gedichte postnationale Sprengsätze. Schmeloff ist einer der führendsten Stimmen der Misrachi-Poesie, die als eine Art lyrische Alternative zur israelischen Dominanzkultur anzusehen ist, meint auch sein Übersetzer Jan Kühne in seinem Vorwort zu Bagdad, Haifa, Berlin, ebenfalls im Verlag erschienen. Zu diesem Band sei noch gesagt, das ist der erste hebräisch-deutsche Gedichtband, der in Berlin erschienen ist seit viel zu langer Zeit. Mari Steffen schrieb über Schmöllhoff im Tagesspiegel, vielleicht ist es auch ein wenig sein Verdienst, dass die Misrachim sowohl in Israel als auch in Deutschland sichtbar geworden sind.
Auf alle Fälle zeigt uns Schmöloff, dass Poesie das Herz eines Protestes sein kann, dass es das Kernstück einer realitätsverändernden Utopie sein kann. Matti Schmöloff bezeichnet dies im Gedicht, das ist kein Zitat, das ist ein Brandmal an meinem Hals, als eine Art dritten Weg der Poesie. Und nun zwei kurze Fragen an dich, lieber Matti Schmöloff. Zum einen, wir haben ja heute schon sehr viel darüber gesprochen, wie verschiedene Sprachen auch das eigene Schreiben verändern können. Jetzt bist du ja durch verschiedene Länder und durch verschiedene Sprachen gewandert. Inwiefern hat das dein Schreiben verändert, jetzt auch das Leben in Berlin? Man hört dich gerade nicht. No. Oh, gut. Ja, am Ende kommt immer eine Überraschung. Ja, ich lese da inzwischen noch ein Zitat von ihm vor, das mich auch sehr bewegt hat. Er schreibt, I create words, I publish them, these words create change and bring me hope. They resist the borders of our national identities and I look to the past and to the future in order to find new, fresh solution for the present. Und jetzt hoffen wir, dass wir in der Gegenwart auch neue technische Lösungen... Ja, okay. Ja. Danke schön für die Einladung und für die Worte, schönes Worte. Und es freut mich sehr, alle zu hören heute. Ja, ich bin wie ein Fisch ohne Wasser hier in Berlin, weil ich meistens schreibe in Hebräisch, so das ist ein schwieriges Art. Aber an der anderen Seite, ich finde diese neue Situationen wie eine Kurve, das ein neues Hand und ein neues Organ hat. So das Leben zwischen Sprachen mit meiner deutschen Familie hier, meine Frau und meine Tochter, gibt mir ein neues Möglichkeit zu schaffen eine neue Sprache in meine Poesie oder meine Prosa oder zum Beispiel ich habe geschrieben ein ganzes Gedicht in Hebräisch, aber die Worte war Deutsch und in als ich dieses Gedicht in Israel veröffentlicht, sie wollten mich zu übersetzen, aber das war Hebräisch. So, ich spiele mit diesem Leben zwischen Sprachen und zwischen Kulturen. Du hast ja auch Gedichte im Broken German geschrieben. Ja, und dann noch eine kurze Frage, die wahrscheinlich die meisten von uns jetzt auch sehr interessiert. Die aktuelle Situation im Gaza-Gebiet. Du schreibst eben auch, also wir werden jetzt Gedichte auch über diese Region hören. Wie geht es dir und wie geht es deiner Familie? Ja, das macht mich und Leute, sie haben Solidarität mit den Palästinenser und israelischen Leute, schwierige Leben zu sehen, ein neues Krieg. Jeden paar Jahren. Meine Familie, Gott sei Dank, ist in Sicherheit. Aber ja, das ist schwer zu hören, weil Gaza ist für mich nicht ein Findeort, aber die Palästinenser da lebt, sie sind Flüchtlinge aus 1948. Und das meine ich, dass ich wie eine israelische und jüdische Person habe
Verantwortung vor Palästinenser. Sie hat in Palästina gewonnen. Ich habe voll Solidarität, nicht mit Bombe oder was, aber ich voll Solidarität mit Leuten. Sie wollten Gerechtigkeit und sie wollen eine Stadt Palästina zu haben. So, es ist schwer zu. Wir alle gehören zu einem Platz, das ist Palästina und Israelisch. Und ich habe eine Vision, dass wir können machen Frieden und wir können machen auch eine, das ist Utopie, aber Mittelostunion. So ich gehöre zu diesen Leuten, dass in Israel sie verstehen nicht, wo komme ich aus. So, ja. Ja, und ich finde, mit deinen Gedichten trägst du deinen enormen Beitrag dazu bei. Also herzlichen Dank auch dafür. Ja, und nun würde ich dich bitten, uns deine Lesung zu schenken. Sie wird auf zwei Sprachen sein, einmal auf Hebräisch und auf Deutsch. Und die deutsche Fassung ist auch jeweils noch eingeblendet. Ja, in einem kleinen Bild. Danke. Dankeschön. Okay, die erste Gedicht. Sie hat mich eingeladen zu dem Parlament in Israel, der Knesset, und zu lesen Gedichte unter der Besetzung in Gaza. Und am Ende, das war gecancelt, aber ich habe geschrieben dieses Gedicht und dieses Gedicht ist aktuell bis heute. Es ist geschrieben in Hebräisch, aber die Worte sind Arabisch. Gaza 1. Gaza, du Schöne. Gaza, du Erhabene. Du Täubchen. Gaza, du Geliebte. Du Juwel. Du Herz aller Liebte. Eins wirst du wieder zu schön zu sein. Gaza 1. Aza ya Jamila, ya Mas'uda, ya Hammama, ya Araza, ya Aziza, ya Juwar, ya Habibat Albi, o Tashuvi el Yufich. Ja, und jetzt lese ich ein Gedicht, auch ein Protestgedicht. Als wir euch durch das Gewehrwiese betrachten, vergessen wir das Gedicht vom Sabra zu reinigen. Generation um Generation schickten wir hinaus als brünierte Projektile. Vor lauter Scham verstecken wir uns, erzählten uns nur Erfolgsgeschichten, harten. Wie unschuldig verurteile Häftlinge, wie Kinder, die dachten, ihrer Vater würden gleich von der Arbeit zurückkehren, wie Frauen, die Soldatuniformen waschen, in denen wir geboren wurden. Wie viele Mütter trauen über das vom Windhauch verwehte Gedicht, so viele Worte, die aus dem Wortbuch verschwanden, wie ausgestorben Vögel. Friedhöfe bauten wir anstelle von Bibliotheken. Unser Herz ward verplumpt von Blei, nicht rohgängig machbar die Zeit. Ich rückte zur Seite.
Und das ist ein Gedicht von meiner dritten Gedichtband. Und es gibt eine, der Motto ist vor dem Dichter Amiri Barke von Amerika, auch ein Afroamerikaner, Schriftsteller und verschiedenen Art hat geschrieben. Wieso ich kein israelisches Liebesgedicht schreibe. Zuerst gebt ihr mir mal die Geschichte zurück, dann der Lehrbuch und sagt bloß nicht, mein Gedicht sei politische Manifest, indes ihr keinen Dunst habt von Unrecht. Also, aufgepasst. Ich will Entschuldigung von der Zentralbank Israelisches. Vor alle Palästinenser, arabischen Juden, Frauen, Homos und Lesben, vor alle abfälligen Bemerkungen, Durchgangslager, militärischen Sperrgebiete, Vertuschungen und Bestürzungen. Ich will, dass ihr den Tresor der Dichtung öffnen, Land zurückgibt, denen ihr es weggenommen, steht ein vor entsetzlicher Besetzung. Ich warte neben der israelischen Stadtbank, von den Fenstern der Nationalversicherung, unter den Karossen des Finanzministeriums, bis ihr diese ganzen verdeelten Rassismus angemessen abfindet. Und erst dann, wenn die Kinder meiner Entschädigung Kinder auf der Uni studieren in gleichgestellter Gesellschaft, ohne Erinnerung, erst dann werde ich bereit, sein Lieblingsgedicht zu schreiben, israelische. Und jetzt in Hebräisch ist dieses Gedicht zu lesen. Oder. למה אני לא כותב שירי אהבה ישראליים? למשורר אמירי ברקה. קודם תחזירו לי את ההיסטוריה ואחר כך את ספרי הלימוד, ואל תגידו לי שהשיר שלי הוא מניפסט פוליטי, שאין לכם מושג על עוול, אז הנה קצה חוט. אני רוצה פיצוי מבנק ישראל, לפלסטינים, למזרחים, לנשים, להומו לסביות, על כל הערה, מעברה, שטח צבאי סגור, העלמה, השחתה. אני רוצה שתפתחו את הכספת של השירה ותחזיקו אדמות למי שלקחתם ותנו פיצוי על כיבוש נורא. אני אחכה. בצד בנק ישראל, מבעד לחלונות ביטוח לאומי, מתחת למכוניות משרד האוצר, עד שתיתנו פיצוי ראוי על כל הגזענות הצרופה, ורק אז, שילדי ילדיי המפוצים ילמדו באוניברסיטה, בחברה שווה, ללא ביזוי, רק אז אהיה מוכן לכתוב שירי אהבה ישראליים. Ja, das Festival, ich kuratiere jetzt in Berlin in August. Ja, dieses Festival ist, die Idee hat gekommen von diesem Lied, das ich habe geschrieben. Und jetzt ist es ein großes Production mit so vielen Leuten und 4 Tagen und Panels und Musicians. So Poetry ist der Ursprung, wo diese alle Kunstwerk, das ich mache. Traume ich von Israel? Warte mal. Okay. Träume ich von Israel? Träume ich von Israel? Frage ich mich, was kann noch werden? Ich will bessere Nachrichten in der Zeitung lesen, meine arabische aufbessern, mit ihm Frieden schließen. Ich will in Gaza meine Gedichte lesen, dann in den Nahostzug steigen, in Haifa halten, ein paar Kleidern und Büchern nehme ich mit und zu Überraschungsparty meine Großmutter fahren in Bagdad. Denke ich an Israel, an ihre Beitritt in der Nahostunion,
wie die Europäer. Israel, was lachst du mich aus? Wirklichkeit zeugt doch vor das unsicherbare Ringen der Träume. Ich will dahin gleiten, frei in der Luft, die sich zwischen Haifa und Beirut erstreckt. Will, wie die Wandervögel ganz Europa durch Wanden Asien und Afrika, ohne Pass, ohne Nationalität, wissen sie mehr über uns, als wir ja wissen werden. Unsere Konflikte und Probleme kennen sie und kommen doch jedes Jahr auf neue zurück. Muss ich leider gerade lesen, sie werden weniger. Traume über Israel, ganz gewöhnliche. Ich fantasiere über Möglichkeiten in dich neu zu dichten. אני חולם על ישראל, אני חולם על ישראל, תוהה מה יקרה בעתיד שיבוא עלינו. אני רוצה לקרוא חדשות טובות בעיתונים שלה, אני רוצה לדבר ערבית ולחיות בשלום עימה. אני רוצה לקרוא את שיריי בעזה ולעלות על הרכבת המזרח תיכונית ישר לחיפה. אני אקח כמה בגדים וספרים, אני מתכוון לנסוע למסיבת הפתעה שעושים לסבתי בבגדד. אני חולם על ישראל שהצטרפה לאיחוד המזרח תיכוני, כמו האיחוד האירופי. ישראל, למה את צוחקת בפניי? המציאות הרי נוצרת מהאבקה הבלתי נראית של החלומות. אני רוצה לנדוד חופשי באוויר שנמתח בין חיפה לביירות. אני רוצה לנדוד כמו הציפורים הנודדות לאורך אירופה, אסיה ואפריקה. אין להן דרכונים ואין להן זהות לאומית. הן יודעות עלינו הרבה יותר ממה שאי פעם נדע. הן רואות את הקונפליקט שלנו, ובכל זאת הן מהגרות כל שנה מחדש. לצערי בדיוק קראתי שהן הולכות ומתמעטות. אני חולם על ישראל בדרך נורמלית. מדמיין אפשרות חדשה לשיר לה. Und der letzte Gedicht, ein Liebesgedicht, ja, das ist für meine Frau, das ich habe geschrieben, als wir war was ist in Englisch, die Zeit geheiratet hat. Okay. Auf der anderen Seite des Gedichts. Wir sehen uns hoffentlich wieder und nur auf freudigen Anlass, sagst du. Aber Freude geht's ja nicht ohne Trauer, ohne Sprache. Schau, jedes Mal, wenn wir tanzen, wird jemand begraben. Jedes Mal, wenn jemand begraben wird, wird jemand geboren. Und jedes Mal, wenn du mich nachts umarmst, wird etwas in mir gerettet. בצד האחר של השירה. את אומרת שניפגש רק בשמחות, אבל אין שמחה בלי אבל, בלי שפה. בכל פעם שאנחנו רוקדים מישהו נקבר, בכל פעם שאנחנו קוברים מישהו נולד, בכל פעם שאת מחבקת אותי, משהו בי ניצל. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Matthias Schmorloff, für diese bilinguale Lesung, die uns noch einmal ganz klar vor Augen geführt hat, worum es diesen Abend eigentlich in ganz unterschiedlicher Weise ging, nämlich es gibt nicht die eine Sprache, sondern die eine Sprache sind viele Sprachen und viele Sprachen sind die eine Sprache. Das hast du in deiner Lesung wirklich noch einmal ganz toll zum Ausdruck gebracht. Herzlichen Dank auch an Undine Materni, Eva-Maria Leuenberger, Alexandru Buluc. Und noch einmal, Matthias Schmörlöf hat gesprochen von dem Tresordichtung. Öffnen wir doch den Tresordichtung. Da ist mir eingefallen auf Italienisch, Tresor ist. Also, Tesor ist der Liebling, unser Schatz. Also lassen wir unserem Schatzdichtung freien Lauf. Wir werden es in den nächsten beiden Tagen noch tun. Das Worte-Lyrik-Festival geht weiter. Morgen wird aus der Wagnerschen gesendet und der Abend gehört zwei großen weiblichen Stimmen der Gegenwartspoesie, nämlich Monika Rink und Barbara Hundecker. Und am Samstag wird es noch einmal eine Lesung von vielen verschiedenen Stimmen geben.
Bleiben Sie dran und wechseln Sie jetzt gemeinsam mit unseren Gästen in den Barraum. Das ist ganz einfach. Sie gehen noch einmal auf den Festival-Link. Ich bin mir sicher, Martin Fritz wird Ihnen bereits in den Chat geschrieben haben. Also linktr.ee/Lyrikfestival und dort auf den ersten Link daneben sehen Sie schon das Bild eines Wow unseres Lyrikfestivals von Anfang an, den Drink. Und wir würden uns freuen, Sie dort zu sehen. Wir würden uns auch freuen, mit unseren Gästen dort noch den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Und ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei allen Beteiligten und wir sehen uns gleich in the next room. Tschüss.